Herr Schimmer, auch das auf dem Bamberger Parteitag verabschiedete neue Programm der NPD bekennt sich zur raumorientierten Volkswirtschaft als Alternative zur entfesselten Globalisierung. Inwieweit trägt das neue Programm dabei auch den Erfahrungen aus dem jüngsten Wirtschafts- und Börsendesaster Rechnung? Sieht sich die NPD in ihrer Globalisierungskritik bestätigt? Ja, auf jeden Fall. Wir konnten ja in den letzten Jahren vor Ausbruch der großen Finanzkrise beobachten, wie das internationale Finanzkapital also immer aggressiver über den Rest der Wirtschaft, über die Realwirtschaft geherrscht hat. Es kam zur Herausbildung einer Situation, dass also die großen Kapitalsammelstellen der angelsächsischen Länder, vor allem in den USA und in Großbritannien, also in der Lage waren, eigentlich jedes noch so große Unternehmen der Industrie und der Produktion und auch des großen Mittelstandes aufzukaufen und zum Spekulationsobjekt zu machen. Und wir hatten diese ganz neue Entwicklung, dass eben ganze Unternehmen durch sogenannte Hedgefonds, die also umgangssprachlich zu Recht als Heuschrecken bezeichnet werden, aufgekauft wurden und dass sie behandelt wurden wie Aktien. Das heißt, dass man auf Wertsteigerungen gesetzt hat, dass man sie ausgeschlachtet hat, dass man sie möglichst schnell weiterverkauft hat. Und damit ist auch der Kapitalismus in ein neues Stadium getreten, auf das wir als NPD jetzt mit dem neuen Programm reagieren. Weil wir sagen nach Hegel, der Staat ist der Wahrer des allgemeinen Interesses und muss sich jetzt im Interesse der eigenen Beschäftigten, der eigenen Arbeitnehmer, des eigenen Mittelstandes, der eigenen Industrie gegen diese aggressiven Strategien des Finanzkapitals wenden und muss konkrete Maßnahmen ergreifen, um die eigene Wirtschaft zu schützen. Wir denken dabei an ein Verbot von außerbilanziellen Zweckgesellschaften, in denen also sich die Banken ein Instrument geschafft haben, um ungehemmt und unkontrolliert von jeder Aufsicht an den internationalen Finanzmärkten zu spekulieren. Wir denken an ein Verbot von Hedgefonds, diesen sogenannten Heuschrecken, die nichts zur volkswirtschaftlichen Produktivität beitragen, aber die Struktur unserer Volkswirtschaft gefährden, indem man gesunde Unternehmen zerschlägt. Wir denken dabei an ein Verbot, Handel mit Gesellschaften zu treiben, die in sogenannten Steueroasen, also beispielsweise auf den Cayman Islands oder auf den Kanalinseln ansässig sind, von wo aus ausschließlich spekulative Geschäfte betrieben werden. Und wir sagen auch ganz klar, wir müssen den wichtigen Artikel des Grundgesetzes Eigentum verpflichtet wieder mit Leben füllen. Wenn Banken Hilfen der Allgemeinheit benötigen, wie die Commerzbank und die Hypo Real Estate, dann kann es nicht sein, dass der Steuerzahler mit gigantischen Milliardensummen, mit einer 500 Millionen Euro für diese Banken aufkommen muss. Nein, dann muss der Staat auch Eigentumsrechte an den Banken haben, um sicherzustellen, dass eine Kreditvergabe an den Mittelstand erfolgt, dass auch wirklich die Wirtschaft angekurbelt wird und das Geld nicht wieder an den internationalen Märkten der Spekulation verschwindet. Und das haben wir nämlich genau gesehen im letzten Jahr. Die Hypo Real Estate wurde vor zwei Jahren mit gigantischen Milliardensummen, mit über 50 Milliarden Euro an Steuergeldern gerettet. Und was hat sie danach gemacht? Sie hat sich im folgenden Jahr einfach nur daran beteiligt, mit Griechenanleihen zu spekulieren und ist deswegen jetzt erneut in eine Schieflage gekommen und musste ja über das Griechenland-Paket letztlich indirekt wieder über den Steuerzahler herausgehauen werden. Und das halten wir für untragbar. Und deswegen sagen wir, gerade der Bankensektor, da müssen wir auch eben an Sozialisierung denken, wenn er seiner Aufgabe nicht mehr nachkommt, die heimische Wirtschaft und den heimischen Mittelstand anzukurbeln. Eine der Forderungen im Kapitalwirtschaftspolitik des neuen Programms lautet, Landwirtschaft sichert Selbstversorgung. Ist das die alte Forderung nach Autarkie oder wie weit, denken Sie, lässt sich im 21. Jahrhundert überhaupt noch nationale Selbstversorgung praktizieren? Ja, ich denke, gerade beim Thema Landwirtschaft ist es eben sehr wichtig, dass wir nicht nur Ernährungssicherheit haben, das heißt, dass man die Menschen mit Lebensmitteln versorgen kann, sondern dass wir auch, und das ist auch ein großes Thema im Umfeld von Attac, im Umfeld der ganzen Opposition gegen G7, Ernährungssouveränität haben. Das heißt, dass jede Nation oder von mir aus auch jeder kontinentale Block das Recht hat, die Nahrungsmittel für sich selber herzustellen. Und dass wir endlich dieser fatalen Liberalisierung des Agrarsektors, der Landwirtschaft zu einem Weltmarkt, dass wir der eben ganz entschlossen einen Riegel vorschieben. Denn diese von der WTO betriebene Deregulierung des Weltmarktes für Agrarprodukte
hat eben dazu geführt, dass überall auf der Welt, natürlich auch in Europa, sehr stark die herkömmlichen bäuerlichen Betriebe aussterben, zerstört werden. Es hat zu einem fatalen Preiswettlauf nach unten geführt, sodass nur noch große Agrokonzerne überleben. Und dem setzen wir entgegen, dass wir auf jeden Fall eine Ernährungssouveränität brauchen, die gerade den kleinen Anbieter, den kleinen Bauern wirksam schützt, ihn gerade auch vor der Wucht des Weltmarktes schützt, die ihn oftmals hinwegfegt, dass wir eine vielseitig strukturierte bäuerliche Landwirtschaft erhalten. Und was natürlich auch für uns ganz wichtig ist, dass man die genetischen Ressourcen, die das Produkt einer jahrtausendealten, ja millionenalten evolutionären Entwicklung sind, beziehungsweise die das Produkt einer langen, weit über Jahrhunderte hinausreichenden bäuerlichen Anstrengungen sind, dass diese genetischen Ressourcen sind keine Waren, die man patentieren kann und die dann große Agrokonzerne weiterverkaufen können, sondern wir sind strikt dagegen, dass es eben Genlebensmittel gibt und dass sich sogar noch einige Konzerne dann also genetische Codes sichern können und damit handeln können. Das ist absolut unsittlich, das ist auch gefährlich und wir sind eben für genfreie Lebensmittel und gegen die Patentierung von genetischen Ressourcen und ihre Verwandlung in eine Ware wie jede andere auch. Eine Kernforderung der NPD auf dem Gebiet der Finanzpolitik ist die Wiedereinführung der deutschen Mark und die Abwicklung des Euro. Wieso tritt die NPD für eine nationale Währung ein? Nun, es ist eigentlich jetzt in den letzten 10 Jahren genau das eingetreten, was wir als Nationaldemokraten schon vor der Einführung des Euro gesagt haben. Wir haben ja immer davor gewarnt, den Euro einzuführen, denn wir haben gesagt, es ist gar nicht, um mal dieses Bild zu benutzen, es ist ja gar nicht möglich, einen Geldmantel für ganz unterschiedliche Volkswirtschaften mit ganz unterschiedlichen Lohnniveaus, mit ganz unterschiedlichen Produktivitätsniveaus, mit einem ganz unterschiedlichen technologischen Stand, den diese Volkswirtschaften haben, diese Volkswirtschaften zusammenzuspannen und für die einen Geldmantel zu schneidern. Das wird nur dazu führen, dass sich die Volkswirtschaften nur umso stärker auseinanderentwickeln, weil es nicht mehr möglich ist, eine passende Geldpolitik, einen passenden Zinssatz für eine Volkswirtschaft zu machen und dass es dementsprechend absolut notwendig ist, die nationalen Währungen zu erhalten. Und wir haben auch schon vor über 10 Jahren vor der Einführung des Euros gesagt, wenn es die einzelnen nationalen Währungen nicht mehr gibt und das Regulativ der Wechselkurse, der Wechselkursschwankungen ausfällt, wird es irgendwann notwendig sein, dass die wirtschaftlich stärkeren europäischen Staaten und insbesondere das Hauptzahlerland Deutschland die wirtschaftlich schwächeren südeuropäischen Staaten mit direkten Transferzahlungen unterstützen. Und genau das haben wir eben im Mai dieses Jahres, ist genau das, was wir immer gesagt haben, eingetreten. Es wurde also ein gigantisches Rettungspaket geschnürt, das unseren Haushalt überfordert. Erst wurden im Rahmen der sogenannten Griechenland-Hilfe 22,4 Milliarden Euro deutsche Steuergelder nach Griechenland überwiesen. Und dann kam es noch dicker. Im Rahmen des sogenannten Euro-Rettungsschirmes wurden dann 147 Milliarden Euro an eine Zweckgesellschaft nach Luxemburger Recht überwiesen, die jetzt dieses Geld, auch diese deutschen Steuergelder, an bedürftige EU-Staaten, an bankrotte EU-Staaten weiterverteilen soll. Und damit hat man also selbst jeden europäischen Vertrag gebrochen, denn es hieß damals, der deutsche Steuerzahler muss nicht für fremde Schulden aufkommen. Das hat sich jetzt geändert und wenn man sich die Gesamtsumme von fast 170 Milliarden Euro betrachtet, die der deutsche Steuerzahler im Extremfall bezahlen muss, dann sieht man, das übersteigt unsere Kräfte bei weitem. Und es gibt wirklich nur einen sinnvollen Weg, damit Deutschland, aber auch alle anderen europäischen Nationen endlich wieder besser wirtschaften können, bessere Rahmenbedingungen für ihre Volkswirtschaft schaffen können, nämlich die Wiedereinführung der nationalen Währungen. Das hilft den Griechen. Die können die Drachme in der Wirtschaftskrise abwerten, wie sie das jahrzehntelang gemacht haben, können damit ihren Export, ihre Industrie, ihren Tourismus ankurbeln. Und das hilft natürlich auch vor allen Dingen den Deutschen, die es ja gar nicht ewig leisten können, Transferzahlungen in dieser Höhe zur Bankrottverschleppung anderer südeuropäischer Staaten zu zahlen. Das überfordert unseren Haushalt. Wir müssen aus diesem Wahnsinnssystem raus.
damit alle Länder endlich wieder gute volkswirtschaftliche Perspektiven haben. Herr Schirmer, wenn Sie das neue NPD-Programm mit dem bisherigen vergleichen, ist die NPD linker, also sozialorientierter geworden? Ja, wir sind auf jeden Fall sozialorientierter geworden. Und ich denke auch, dass wir die guten Traditionen der linken Bewegung, der Arbeiterbewegung mittlerweile aufgesogen haben. Denn wenn ich mir die heutige Linke anschaue, dann ist sie vor allen Dingen von einem sehr großen Hass besessen, meines Erachtens. Sie hasst eigentlich alles, was als Träger einer politischen Änderung in Frage kommen können. Sie spricht sich gegen jede Kollektivität aus, gegen Volk, Staat, Nation, gegen jede Form von Gemeinschaft. Und damit, das ist die antideutsche Linke, die wir heute haben. Damit hat sie aber alle Traditionen der Arbeiterbewegung verraten. Wenn ich mich da noch an einen Mann wie Kurt Schumacher erinnere, der nach dem Krieg der Oppositionsführer der SPD war, der immer ganz klar gesagt hat, unsere sozialen Reformvorschläge oder sogar die damals sehr revolutionären Vorschläge, die die SPD noch gemacht hat, können nur im Rahmen des Nationalstaates verwirklicht werden. Nur der Nationalstaat ist der Rahmen, der Schutzraum, in dem Transferzahlungen an einkommensschwächere Landsleute möglich sind, ist. Wenn ich mir diese Position betrachte, dann sehe ich, dass heute die NPD diese guten Traditionen aufgegriffen hat, weil die NPD natürlich ganz genau weiß, es gibt nur ein Regulativ gegen die Spekulation auf den internationalen Kapitalmärkten. Es gibt nur einen Schutzraum gegen das internationale Finanzkapital. Und das ist der Nationalstaat, und dessen Institutionen müssen erhalten bleiben, wenn wir hier gerade für die sozial schwächeren Landsleute etwas machen wollen. Und insofern kann man sagen, wir sind sozialorientierter geworden. Wir haben auch sehr stark auch Gedanken gemacht über die Eigentumsordnung. Wir sagen, das Eigentum kann keine heilige Kuh sein. Man muss auch über die Sozialisierung, beispielsweise eben von Großbanken, die sich nur der Spekulation widmen, nachdenken. Und wir sagen natürlich auch ganz klar, dass wir insofern uns dann von einer Linken abgrenzen, die sich nur noch mit sozusagen soften Themen wie Gender Mainstreaming oder Multikulti beschäftigt und damit letzten Endes auch das Geschäft des Großkapitals erledigt. Nämlich das Großkapital ist natürlich sehr interessiert daran, dass hier ein Haufen Scheinselbstständige aus Osteuropa in unseren Wirtschaftsraum nach Deutschland einwandern und dort dann Mindestlöhne verunmöglichen. Und wir sagen dem gegenüber, wir wollen die heimischen Arbeitnehmer auch vor einem großen Raum von ungezügelter Arbeitnehmerfreizügigkeit schützen, um damit überhaupt solche sozialen Forderungen wie den Mindestlohn durchsetzbar zu machen. Und das unterscheidet uns von der heutigen Linken. Aber ich sage auch andererseits, wir sind sicherlich mittlerweile Erbe der besten Traditionen der deutschen Arbeiterbewegung, die sicherlich noch vor 40 Jahren all das, was wir heute fordern, unterschrieben hätte. Herr Schirmer, ich bedanke mich bei Ihnen für das heutige nette Gespräch. Bitte.